Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir hatten in der letzten Vorlesung ja am Ende so einige Themen behandelt, die praktisch über die Klasse NP, NP-vollständige Probleme so ein bisschen hinausragt. Und das wird uns auch heute und am Donnerstag noch beschäftigen. Sozusagen die Frage, wenn man jetzt also diese Theorie der NP-Vollständigkeit hat, die Klassen P, NP und NP-vollständig kennt, was ist in dem Kontext noch interessant? Ist sozusagen die Welt so einfach, dass es nur diese Klassen gibt, oder gibt es eben noch Probleme, die rausfallen aus der Klasse, etwa die das noch schwerer sind als NP-vollständige Probleme oder nicht in NP sind, aber mindestens so schwer wie alle NP-vollständigen oder NP-vollständig sind, aber trotzdem irgendwie einfacher in gewisser Hinsicht sind als andere NP-vollständigen. Also diesen Kontext werden wir im Prinzip behandeln. Und ein Aspekt in dem Kontext ist eben erstmal, wie sieht denn wohl vermeintlich die Welt aus bezüglich der Komplexitätsklassen, die wir kennen? Und da hatte ich letztes Mal schon gezeigt. Wenn wir hier die Klasse NP haben, dann liegt offensichtlich P dort drin, aber möglicherweise sonst auch gar nichts. Wahrscheinlicher ist aber, dass da eben noch mehr drin liegt. Und es ist klar, welche Probleme da auch noch drin liegen, per Definition, die NP-Vollständigen, sozusagen die schwersten in NP. Hier schreibe ich hier NPC für NP-Complete. Und es ist klar, dass wenn unsere generelle Vermutung gilt, dass P ungleich NP ist, NPC und P disjunkt sind. Das ist klar. Sind ja gerade die NP-Vollständigen definiert, dass wenn auch nur eines von denen in P liegen würde, P gleich NP wäre. So, jetzt ist aber die Frage, gibt es da noch was dazwischen? Sag mal, gibt es da so ein NP Intermediate? Wirklich eine echte Menge ist, also Probleme, die in NP liegen, aber weder in P noch in NPC. Die Vermutung ist, ja, das gibt's. Und wir werden gleich ein Problem kennenlernen, das Kandidat ist, genau da reinzufallen. Und andererseits hatten wir die Klasse Co-NP betrachtet. Das sind die Probleme, die Komplementprobleme von Problemen aus NP sind. Co-NP heißt diese Klasse. Und die liegt vermutlich, so wie ich es hier eingezeichnet habe, zunächst mal so eine große Frage und auch Vermutung, dass NP und Co-NP verschieden sind. Und wenn dem so ist, dann ist sogar NP geschnitten mit Co-NP leer. Also so sieht das wahrscheinlich, NPC geschnitten mit Co-NP leer. Also so sieht das vermutlich aus, ja, dass Co-NP hier so rausragt und insbesondere disjunkt ist von NPC. Dass P in Co-NP ist, ist wiederum klar, weil Co-P gleich P ist. All das hatten wir uns das letzte Mal überlegt. So, jetzt gehen wir mal auf den Punkt hier ein. Gibt es Probleme, die zwischen P und NPC liegen, aber sehr wohl in NP. Ich will Ihnen nur den Kandidaten eines Problems, das da vermutlich liegt, wenn P ungleich NP ist, vorstellen. Wir werden hier nichts weiter drüber beweisen. Der Kandidat ist das Problem Graphisomorphie. Es kommt gleich auch die formelle Definition, aber ich erläutere Ihnen das jetzt erstmal am kleinen Beispiel. Also es gibt so zwei Varianten von Graphisomorphie, Subgraph-Isomorphie
Da hat man gegeben zwei Graphen, einen Graphen G und einen Graphen H. G könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Und jetzt einen kleineren Graphen H. Und die Frage ist, ob ein Graph, der so aussieht wie H, in G enthalten ist. Also Isomorphie, kennen Sie, ja, Sie haben eine 1:1 Abbildung, wo Sie eben also Knoten auf Knoten abbilden und dadurch Kanten induziert werden. Aber für die Anschauung einfach ein Graph, der so aussieht wie H, ob so einer in G drin ist, das ist die Frage bei Subgraph-Isomorphie. Ich denke mal, so einen finden wir hier, ja. Ja, für diese zwei aneinanderhängenden Vierecke haben wir zum Beispiel an der Stelle. Aber das ist nicht richtig, weil wir hier noch eine Kante drin haben, die hier nicht drin ist. Naja. Üblich müssen wir ein bisschen nachbessern. So, das ist Subgraph-Isomorphie. Jetzt Graph-Isomorphie, da haben Sie zwei Graphen gegeben, die gleich groß sind. So, und die Frage ist, ist G isomorph zu H? Das heißt also, finden Sie eine 1:1 Abbildung zwischen den Knoten von G und H, so dass die dadurch induzierten Kanten in G auch in H sind? Ja gut, Sie haben ja gesehen, dass ich das H im Prinzip so hingemalt habe, dass man sieht, die zwei sind isomorph. Also wenn Sie das hier rausklappen, da sehen Sie die zwei, das sind dieselben. Also das heißt, also dieses Problem sieht jetzt ein bisschen einfacher aus als das Subgraph-Isomorphie-Problem. Und es scheint eben auch so zu sein, dass das ein bisschen einfacher ist. Subgraph-Isomorphie ist ein NP-vollständiges Problem. Graph-Isomorphie ist ein Kandidat zwischen den NP-vollständigen Problemen und den Problemen in P für die Probleme zwischen den NP-Vollständigen und den NP innerhalb von NP
So, und jetzt die Definition dazu, also was ist mit Subgraph-Isomorphie gemeint? Sie haben gegeben zwei Graphen G und H. Und die Knotenmenge von H ist eine Teilmenge oder ist eine Menge von Knoten, die kleinere Kardinalität hat als die Knotenmenge von G. Und die Frage ist, gibt es jetzt eine Teilmenge der Knotenmenge von G, die gleiche Kardinalität hat wie die Knotenmenge von H und eine bijektive Abbildung zwischen den Knoten in H und den Knoten in dieser Teilmenge der Knotenmenge von G, sodass für alle Paare von Knoten aus der Knotenmenge von H gilt, wenn die beiden Knoten in H durch eine Kante verbunden sind, dann sind deren Bildknoten in G ebenfalls durch eine Kante verbunden und umgekehrt. Ja? Und die Frage ist also, ist H isomorph zu einem Subgraph von G? So, das Problem ist NP-vollständig, beweisen wir hier nicht. Das Graph-Isomorphie-Problem ist eine Variante dieses Problems oder ein Spezialfall, nämlich der Spezialfall, dass G und H gleiche Anzahl von Knoten haben. Also sie haben gegeben den Graph G mit Knotenmenge V und den Graph H mit Knotenmenge V' und Kardinalität V ist gleich Kardinalität V'. Und die Frage ist einfach nur, gibt es eine bijektive Abbildung zwischen V' und V, sodass zwei Knoten in H genau dann verbunden sind, wenn deren Bilder in G verbunden sind. Also anschaulich sind G und H isomorph. Das Problem ist ein Kandidat für ein Problem aus NP Intermediate. Warum? Unter anderem, weil Graph-Isomorphie, also dieses Problem, einerseits in NP liegt, andererseits aber auch in Co-NP. Das ist immer ein ganz starkes Indiz dafür, dass ein Problem in NPI liegt. Es gibt sozusagen noch stärkere Indizien, aber einfach, dass Sie mal gesehen haben, also es vermutlich auch Probleme, die hier irgendwo liegen. Und zumindest intuitiv kann man das vielleicht auch gerade an diesem Beispiel Subgraph-Isomorphie, einem NP-vollständigen Problem und der leichteren Variante, also leichter erscheinenden Variante zumindest, Graph-Isomorphie nachvollziehen. Gut, jetzt Beyond NP ist sozusagen jetzt so ein bisschen die Frage. Also was gibt es da außerdem noch? Sozusagen nahe an dieser Klasse NP, Klasse der NP-vollständigen Probleme, an Problemstellungen, die man da irgendwie, sag mal, anordnen kann, noch in Vergleich setzen kann zu diesen Problemen innerhalb von NP, die aber trotzdem vielleicht ein bisschen außerhalb liegen. Oder aber auch innerhalb von NPC liegen, aber sich dort irgendwie unterscheiden von anderen, die ihn. Zunächst mal Suchprobleme. Sie erinnern sich, für die Definition der Klassen P, NP und NPC haben wir Probleme als Entscheidungsprobleme formuliert. Das heißt also, so wie die Klassen definiert sind, betreffen die immer nur Entscheidungsprobleme. Der Grund, warum wir diese Entscheidungsprobleme angesehen haben, war insbesondere der, dass man das Entscheiden eines Entscheidungsproblems, also ob eine vorgegebene Instanz eines Entscheidungsproblems Ja-Instanz oder Nein-Instanz ist, genau dasselbe ist wie das Entscheiden der zugehörigen Sprache. Also ob ein Wort Element einer vorgegebenen Sprache ist oder nicht. Und dann haben wir auch gesagt, naja gut, eigentlich interessieren wir uns für Optimierungsprobleme, aber die kann man ja so als Entscheidungsproblem formulieren und das Optimierungsproblem, das entsprechende, scheint auch nicht deutlich schwerer zu lösen sein als das entsprechende Entscheidungsproblem. Haben wir an diesem Beispiel Traveling Salesman klar gemacht.
Naja, wenn man ein bisschen Fantasie hat, kommt man aber sehr schnell darauf, dass es schon auch noch Problemstellungen gibt, die sich nicht so ohne weiteres als Entscheidungsproblem mehr oder weniger äquivalent ausdrücken lassen und die vielleicht auch doch irgendwie schwerer sind als entsprechende Entscheidungsprobleme. Und eine Sorte von Problemen sind Suchprobleme. Ein Suchproblem, Pi, wird beschrieben durch die Menge der Probleminstanzen, üblich, und die Menge aller Lösungen zu jeweils einer Instanz. Und ist die Lösung eines Suchproblems für eine Instanz des Problems definiert als entweder ein beliebiges Element aus der Menge aller Lösungen, falls diese Menge ungleich leer ist, oder leer sonst. Und um solche Suchprobleme herum kann man jetzt Fragen stellen. Zunächst mal TSP als Suchproblem. Eine wäre eine Variante, die wir auch schon kennen. Also Sie haben gegeben eine Instanz zu TSP und die Frage ist, gib eine optimale Tour zu dieser Instanz an. In dem Fall wäre also die Menge der Lösung die Menge aller optimalen Touren. Oder Variante eines etwas anders formulierten und etwas anders gelagerten Suchproblems zu TSP. Sie haben wieder Ihre TSP-Instanz gegeben und einen Parameter k, einen Zahlenwert k. Und die Frage ist, gib eine Tour an, deren Länge höchstens k ist. Deren Länge höchstens k ist, falls eine existiert. Da ist die Menge der Lösung, die Menge aller Touren, die eine Länge kleiner gleich k haben. So, und in dieses Konzept Suchproblem passt zum Beispiel auch folgende Problemstellung, die so ein bisschen verwandt ist mit TSP. Wir haben wieder gegeben einen Graph. In so einem Graph nennt man so eine Tour, die jeden Knoten genau einmal besucht, wie wir das bei TSP ja auch haben wollen, Hamilton-Kreis. Bei TSP nehmen wir typischerweise an, dass der Graph, der gegebenen Graph, vollständig ist. Also, dass es zwischen je zwei Knoten eine Kante gibt. Für das Hamilton-Kreis-Problem schauen wir einfach irgendeinen Graphen an, also bestimmte Knotenpaare nicht durch eine Kante verbunden sind. Und da ist dann nicht so offensichtlich, ob überhaupt so eine Tour existiert, die jeden Knoten genau einmal besucht. Ja? Dementsprechend wäre das Hamilton-Kreis-Suchproblem. Wir haben gegeben einen ungerichteten, ungewichteten Graphen, einen ganz normalen Graphen G. Und die Frage ist, gibt es überhaupt einen Hamilton-Kreis in G? Und wenn ja, gib einen solchen an. Also gibt es einen Hamilton-Kreis? Das wäre wieder das Entscheidungsproblem. Aber beim Suchproblem wollen wir den auch angeben. Da wäre also die Menge der Lösung die Menge aller Hamilton-Kreise im Graph. Das ist so eine Sorte von Problemen. Also wenn man nach einer konkreten Lösung einer bestimmten Art sucht, dann nennt man das ein Suchproblem. Man könnte auch solche Aufzählungsprobleme betrachten. Ein Aufzählungsproblem ist wieder gegeben durch die Menge aller Probleminstanzen zu dem Problem und der Menge aller Lösungen. Und hier sucht man nach der Kardinalität der Menge aller Lösungen. Also man will wissen, beim Hamilton-Kreis-Problem, wie viele Hamilton-Kreise gibt es? Beim TSP-Problem, wie viele Touren gibt es, deren Länge kleiner gleich am vorgegebenen Wert k ist, etwa? Also Hamilton-Kreis-Aufzählungsproblem, wir geben ein ungerichteter, ungewichteter Graph g, wie viele Hamilton-Kreise gibt es in g? So, diese Problemstellungen, die passen von ihrer Formulierung her nicht in das Konzept, das wir bisher betrachtet haben, bei der Definition der Klasse NP, wo wir die Formulierung eines Entscheidungsproblems brauchen. Aber natürlich möchte man solche Problemstellungen, die sind ja eng verwandt mit den Entscheidungsproblemen, gibt es einen Hamilton-Kreis, mit dem Entscheidungsproblem, gibt es eine Tour der Länge größer gleich k. Solche Problemstellungen, die möchte man doch in Relation setzen zu Problemstellungen, die als Entscheidungsproblem formuliert sind.
Und dazu gibt es auch ein Konzept, in Relation setzen bezüglich ihrer Schwierigkeit. Das Konzept, das wir kennen, dafür ist immer reduzieren. Ja? Also das eine, lässt sich das eine Problem auf das andere reduzieren. Wenn dem so ist, dann ist es mindestens so schwer. Oder bei Berechenbarkeit haben wir eben auch dieses Prinzip der Reduktion verwendet. Und dieses Prinzip kann man auch auf solche Problemstellungen anwenden. Dazu schauen wir uns erstmal zu Suchproblemen, ja, eine Beschreibung, mathematische Beschreibung dessen, was bei einem Suchproblem eigentlich gefordert ist, an. Ein Suchproblem, oder zu einem Suchproblem können wir eine Relation betrachten. Wenn das Suchproblem Pi heißt, dann können wir dazu eine Relation Rpi betrachten, die gerade in Relation setzt eine Probleminstanz und ein Element aus der Lösungsmenge. Also das ist einfach eine Relation, die zu einer Probleminstanz eine Lösung zuordnet. Und dann kann man sagen, eine Funktion realisiert eine solche Relation, wenn für alle x Kodierungen von Instanzen des Suchproblems gilt, f bildet x ja, entweder auf epsilon ab, wenn es überhaupt keine Lösung zu x gibt, also kein y gibt Kodierung einer Lösung, sodass xy in der Relation zu dem Problem ist, beziehungsweise f bildet x auf y an, ab für ein beliebiges y, das in Relation zu x ist. Ja? Gut, also in dem Sinne kann man auch Turing-Berechnungen auf Lösen von Suchproblemen anwenden. Ja? Wir wissen, eine Turing-Berechnung kann auch einen Output haben und das ist eben jetzt das, was man als sozusagen Turing-Berechnung für ein Suchproblem anschaut, dass diese entsprechende Relation zum Suchproblem realisiert wird, durch eine also eine Funktion berechnet wird, die diese Relation realisiert. Das heißt also, ein Algorithmus löst das durch Rp beschriebene Suchproblem Pi, wenn er eine Funktion berechnet, die Rp realisiert. So, und nachdem wir dieses da sozusagen Einverständnis haben bezüglich Lösen von Suchproblemen, können wir auch ja, eine Relation herstellen zwischen solchen Suchproblemen in Bezug auf ihre Komplexität und der Komplexität von Problemen, die wir als Entscheidungsprobleme formuliert haben. Und dazu benutzt wird eine Orakel-Turing-Maschine und jetzt kommt eine Warnung. Diese Orakel-Turing-Maschine ist etwas anderes als eine nicht-deterministische Turing-Maschine, wie wir sie aus anschaulichen Gründen betrachtet haben, die also so ein Orakel realisieren kann, nicht deterministisch. Diese Orakel-Turing-Maschine, die wir hier jetzt brauchen, ist eine deterministische Turing-Maschine. Das ist eben eine deterministische Turing-Maschine, die ein Orakel hat, G, was einfach ein Wort aus dem Eingabealphabet abbildet auf ein Wort aus dem Eingabealphabet, aber eben deterministisch. Und die Maschine sieht so aus, die hat eben zusätzlich zu dem, was eine Turing-Maschine typischerweise hat, also Eingabeband, Band und Leseschreibkopf, ein ausgezeichnetes Orakelband und zwei zusätzliche Zustände, QF und QA. QF steht für Fragezustand, QA steht für Antwortzustand. Und die Arbeitsweise dieser Turing-Maschine ist für alle Zustände A, Q, die ungleich dem Fragezustand sind, wie bei einer normalen Turing-Maschine. Also müssen wir jetzt nur angucken, also normalen deterministischen Turing. Müssen wir also nur angucken, was macht diese Orakel-Turing-Maschine, wenn sie mal in den Zustand QF, in den Fragezustand kommt. Also nur dann, wenn sie in den Fragezustand kommt und der Kopf, nur dann, wenn sie in den Fragezustand kommt, schauen wir nach, wo der Kopf auf dem Orakelband steht. Wenn der Kopf auf der Position i des Orakelbands steht
Und der Inhalt des Orakelbandes auf den Positionen 1 bis I, das Wort Y, ist, dann verhält sich die Orakel-Turing-Maschine folgendermaßen, sie guckt sich dieses Wort Y an. Wenn das Y kein Wort über dem Eingabealphabet ist, dann sagt sie, kann man nichts mit anfangen, stoppt. Und nee, eine Fehlermeldung, sage ich mal. Ansonsten, wird dieses Y überschrieben letztendlich oder gelöscht und ein G von Y auf die Positionen 1 bis G von Y des Orakelbandes geschrieben. Und das Ganze kostet uns nur, sag mal, einen Schritt fürs Löschen und dieses Schreiben von 1 bis G von Y aufs Orakelband. Danach ist sozusagen dieser Teil, wo das Orakelband überhaupt benutzt wird, beendet und der Folgezustand ist der Antwortzustand. Wie kann man diese Berechnung interpretieren? Die kann man so interpretieren, dass in einer deterministischen Turing-Maschinenberechnung es die Möglichkeit gibt, mehr oder weniger einem Schritt eine Eingabe anzugucken und dazu dann eine Lösung zu schreiben. Dieses Orakel G von Y zu schreiben. Wohlgemerkt, das ist alles deterministisch. Jedes Mal, wenn man für eine bestimmte Eingabe diese Orakel-Turing-Maschine laufen lässt, macht die dasselbe. Ist bei der nicht-deterministischen Turing-Maschine anders. Also Orakel-Turing-Maschine und nicht-deterministische Turing-Maschine, das sind zwei verschiedene Konzepte. So, diese Orakel-Turing-Maschine braucht man jetzt aber, um Reduktion von Problemen, die nicht Entscheidungsprobleme, auf andere Probleme zu definieren. Es gibt den Begriff der Turing-Reduktion. Dazu betrachtet man wieder zwei Relationen, die zu Suchproblemen gehören, wie wir sie eben betrachtet haben. Eine Turing-Reduktion der einen Relation R auf die andere R', das entsprechende Zeichen, das wir da schreiben, sieht genauso aus wie bei der normalen polynomialen Reduktion, ist nichts anderes als so eine Orakel-Turing-Maschine M, deren Orakel gerade diese Relation R' realisiert und die selbst in polynomialer Zeit die Funktion berechnet, die R realisiert. Ja? Wenn man mit diesem Reduktionsbegriff ein Problem auf das andere reduzieren kann, dann kann man daraus auch folgern, dass man mit einem polynomialen Algorithmus für das eine auch das andere polynomial lösen kann. Genau wie bei polynomialer Reduktion zwischen Entscheidungsproblemen. Also, falls R', wenn wir haben R' ist polynomial reduzierbar auf R oder umgekehrt, wir haben so eine Transformation von R nach R' mithilfe so einer Orakel-Turing-Maschine, die in polynomialer Zeit R realisiert. Dann gilt, falls das R' in polynomialer Zeit realisierbar ist und R' reduzierbar auf R, so ist auch R in polynomialer Zeit realisierbar. Das ist ganz genau dieselbe Überlegung wie bei NP-vollständigen Problemen oder bezüglich einer polynomialen Transformation ineinander überführbare Probleme. Man hat auch diese Transitivität der Turing-Reduzierbarkeit. Wir werden mit diesen Begriffen nicht weiter arbeiten. Ich will Ihnen nur klar machen, dass die Probleme, die Art von Problemen, die einen typischerweise eigentlich interessieren, sowas wie ein Suchproblem, sowas wie ein Aufzählungsproblem, sowas wie ein Optimierungsproblem, auch in sich in Kontext bringen lassen bezüglich ihrer Komplexität zu den Problemen, die wir genau betrachtet haben, die Entscheidungsprobleme. Man sagt dann bei so einem Suchproblem, dass es NP-schwer ist, falls sich irgendein NP-vollständiges Problem sozusagen Turing transformieren lässt auf dieses oder falls sich dieses Suchproblem
Turing reduzieren lässt auf ein NP-vollständiges Problem. Das heißt also, wenn man bei einem Suchproblem jetzt wissen will, und wie schwer ist das dann denn? Ja, passt nicht in unsere sozusagen Betrachtung von Entscheidungsproblemen direkt rein. Dann würde man irgendein NP-vollständiges, und man hat das Gefühl, aber das ist ja mindestens so schwer wie all diese NP-vollständigen Entscheidungsprobleme, die wir da schon kennengelernt haben. Dann würde man sich ein NP-vollständiges Entscheidungsproblem raussuchen, ein passendes, und dann zeigen, dieses Suchproblem ist Turing reduzierbar auf dieses NP-vollständige. Und die Art, wie so ein Beweis geführt wird, ist durchaus ähnlich wie normale NP-Vollständigkeitsreduktionsbeweise. Und in so einem Fall nennt man das Problem PNP-schwer, also nicht NP-vollständig, sondern NP-schwer. Der Begriff, Sie werden immer schon mal NP-schwer, NP-hard im Englischen lesen und dann eben das NP-vollständig, NP-complete im Englischen. Von NP-schwer spricht man dann, wenn man ein Problem hat, was mindestens so schwer ist wie all die NP-vollständigen, sich sozusagen auf die reduzieren lässt, aber selber vielleicht gar nicht in NP liegt. Das ist der Punkt. Also für ein Suchproblem können wir nicht so ohne weiteres sagen, das liegt in NP, weil es schon von der Art der Formulierung da nicht reinpasst. Also ein Problem, dass NP schwer ist, das muss nicht notwendig in NP liegen. Also NP schwer sagt man dann oft einfach für diese Probleme, die mindestens so schwer sind wie NP-Vollständige. Manchmal sagen das Leute auch zu NP-Vollständigen Problemen. Das heißt dann immer, naja gut, also das gehört zu diesen schweren. Ja. Und enthalten sein in NP oder nicht, das ist das, was möglicherweise nicht klar ist. Also wenn man die beiden Varianten oder die erste Variante des TSP-Suchproblems anschauen, wo es darum geht, eine optimale Tour anzugeben, dann ist das ein NP-schweres Problem. Beweis will ich hier nicht führen. Wenn Sie das interessiert, können Sie sich den ansehen. So. Also, nochmal, wir nennen ein Problem NP-schwer, wenn es mindestens so schwer ist wie alle NP-vollständigen Probleme. Also darunter fallen natürlich die Optimierungsprobleme für NP-vollständige Entscheidungsprobleme. Aber es ist noch ein bisschen mehr hier zu bemerken und das lohnt vielleicht auch, um jetzt nochmal ein bisschen mehr Konzentration anzugucken. Es gibt auch Entscheidungsprobleme, für die gilt, alle anderen Entscheidungsprobleme aus NP lassen sich polynomial auf dieses transformieren. Ja, also es sieht aus wie NP vollständig, aber man weiß nicht, ob es in NP ist. Sowas gibt es auch. Und bei so einem würde man dann auch sagen, na gut, das ist NP schwer. Ja, also Zugehörigkeit zu NP, vielleicht nicht klar, aber es ist mindestens so schwer wie alle anderen NP-vollständigen Probleme, also nennen wir es NP. Jetzt mögen Sie fragen, ja, was kann das für ein Problem sein, wo das nicht so offensichtlich ist, dass es in NP ist. Bisher hatten wir immer diesen Teil des Beweises, dass ein Problem NP-vollständig ist, sehr schnell abgehakt. Ja. Überprüfung, ob ein Lösungsvorschlag Beleg dafür ist, dass die Eingabeinstanz Ja-Instanz ist, das ging immer wie selbstverständlich polynomial und damit hatten wir sozusagen Zugehörigkeit zu NP. Hier ist zum Beispiel ein Problem, bei dem die Zugehörigkeit von NP nicht ganz so leicht zu beweisen ist. Das Problem ist in NP, aber da muss man deutlich mehr Aufwand betreiben, als wir das bisher so kennen. Und dieses Problem ist außerdem ein sehr wichtiges Optimierungsproblem oder der zugehörige Optimierungsproblem ist ein sehr wichtiges Optimierungsproblem. Also ich formuliere es jetzt gleich wieder als Entscheidungsproblem. Das Problem ist eine Variante des Problems lineare Programmierung, und zwar Integer Programming, ganzzahlige Programmierung. Sie haben gegeben Werte a, i, j ganzzahlig. Für i zwischen 1 und m und j zwischen 1 und n. Also eigentlich ist das hier eine
M Kreuz N Matrix A gegeben haben. AJ. Und dann haben sie noch BI gegeben für I gleich 1 bis M, auch ganzzahlige Werte, und CJ für J gleich 1 bis N. Das heißt also, sie haben so einen M-Vektor B mit ganzzahligen Einträgen und einen N-Vektor C mit ganzzahligen Einträgen. Und als letztes haben sie noch einen Wert B, Groß B aus Z gegeben. Und die Frage ist jetzt, gibt es X1 bis Xn aus N0, so dass die Summe I gleich 1 bis N der CJ mal XJ dieses B ergibt, einerseits, und andererseits die Summe J gleich 1 bis N AIJ mal XJ jeweils kleiner gleich BI ist für I zwischen 1 und N. Erstmal dieses erste hier, Summe J gleich 1 bis N CJ mal XJ gleich B, was ist das? Naja gut, die CJ, J zwischen 1 und M, als Vektor aufgefasst, als M-Vektor, XJ, CJ, J zwischen 1 und N, als N-Vektor aufgefasst und XJ, J zwischen 1 und N, als N-Vektor aufgefasst, wird als Produkt gerade J gleich 1 bis N, CJ, XJ ergeben. Ja, also Sie multiplizieren den C-Vektor mit dem X-Vektor. Die Frage ist, kommt dabei gerade genau B raus, das vorgegebene Groß B? Unter der Nebenbedingung, dass die Matrix, die durch die AIJ gegeben ist, Matrix A, multipliziert mit dem X-Vektor, gerade klein, einen Vektor ergibt, der kleiner gleich, komponentenweise kleiner gleich dem B-Vektor ist. Das sieht jetzt sehr abstrakt aus. Die Sache ist aber die, dass sich unheimlich viele Optimierungsprobleme so ausdrücken lassen. Also Optimierungsprobleme, in denen nur ganzzahlige Werte vorkommen, als Gewichte oder Kosten, lassen sich oft sehr leicht als so ein Integer-Programm ausdrücken. Wenn man jetzt also Lösungsmethoden hat für so ein solche Integer-Programming-Instanzen, dann hat man automatisch dann auch Lösungsverfahren für all diese verschiedenen Optimierungsprobleme, die sich so ausdrücken lassen. Das ist tatsächlich ein Weg, Optimierungsprobleme zu lösen, indem man sie als ein lineares Programm formuliert und dann Lösungsmethoden zur Lösung linearer Programme anwendet. Hier, das ist ein spezielles lineares Programm, weil alles, was hier vorkommt an Werten, sind ganzzahlige Zahlenwerte und insbesondere sind auch die Lösungswerte, die Belegungen der Variablen x1 bis xn als ja, sogar positiv oder nicht negativ ganzzahlig gefordert. Das Problem ist NP-schwer. Und der Beweis, dass es NP-schwer ist, dass sich polynomial reduzieren lässt auf ein anderes NP-vollständiges Problem, der ist ganz leicht. Den führen wir mal jetzt, nur weil er ganz leicht ist. Also nochmal, das Problem ist, gibt es x1 bis xn aus n0, so dass Summe j gleich 1 bis n cj mal xj im Wert b ergibt und Summe j gleich 1 bis n aij mal xj kleiner gleich bi ist für alle i zwischen 1 und m. So, und wir zeigen, dass sich Subset-Sum polynomial transformieren lässt auf Integer-Programming. Subset-Sum war ein Problem, von dem wir schon gezeigt haben, dass es NP-vollständig ist. Wie sieht das aus? Subset-Sum sieht so aus, Sie haben gegeben eine Menge, eine endliche Menge M und jedes Element aus M hat ein Gewicht aus N0. Ja, also jedes Element I aus M hat ein Gewicht W von I aus N0 und außerdem haben sie so ein K gegeben aus N0 und die Frage war, ob es innerhalb von M eine Teilmenge M' gibt, so dass die Gewichte der Elemente aus M' aufsummiert genau K ergibt. Das war die Problemstellung. So, und das transformieren wir jetzt auf Integer Programming, das heißt für so eine beliebige Instanz
von Subset zusammen, bestehend aus einer Menge m, einer Gewichtsfunktion w, die jedem Element aus m eine natürliche Zahl zuordnet, und einem Parameter k, konstruieren wir in Polynomialzeit ein Beispiel von Subset zusammen, so dass das Ausgangsbeispiel genau dann eine Ja-Instanz ist, wenn das Subset-Sum-Instanz, die wir konstruieren, eine Ja-Instanz ist. So, und die Transformation ist jetzt ganz einfach. Wir nehmen die Kardinalität der Menge M von Subset-Sum und definieren unsere Zahlenwerte N und M aus der Instanz für Integer Program gerade gleich dieser Kardinalität. Also M gleich N soll Kardinalität dieser Menge M von Subset zusammen sein. Wir nehmen jetzt mal an, diese Elemente, die heißen 1 bis N, diese Elemente aus M. Wir wählen die CJ gerade gleich dem Gewicht von J bei der Subset-Sum-Instanz. Wir wählen das B, dieses B hier, gleich dem K, dem Parameter K aus der Subset-Sum-Instanz. Und die BI, die wählen wir alle 1. Jetzt müssen wir die AIJ noch wählen, also wie sieht diese Matrix A aus, die in Integer Programming vorkommt. Na gut, das soll einfach die Einheitsmatrix sein. So. Wenn wir jetzt eine Lösung von Subset Sum anschauen, das heißt eine Teilmenge von M, für die gilt, die Gewichte der Elemente aus dieser Teilmenge aufsummiert ergeben gerade K, dann induziert uns das direkt eine Lösung des konstruierten Integer Programming Beispiels und umgekehrt. Nämlich, wir nehmen einfach folgende Werte für die xj. Wenn j in m' ist, dann wird der entsprechende xj-Wert 1 gesetzt und ansonsten 0. Wenn das so ist, also die xj werden gerade genau dann 1 gesetzt, wenn das j hier in dem m' ist, ja, dann ergibt gerade Summe j aus m wj mal xj dieses b, b ist ja gleich k, die xj sind gerade 1 für die j in m', ansonsten 0, das heißt also die Summe, die hier steht, ist dieselbe wie hier und die xj erfüllen alle auch die Bedingungen, jeweils einen Wert kleiner gleich 1 zu haben, das heißt diese Bedingung hier, Einheitsmatrix mal Vektor x ist kleiner gleich dem gewählten b-Vektor, Sie erinnern sich, bi ist 1, ist auch erfüllt. Ja. Und umgekehrt, wenn Sie hierfür eine Lösung haben, dann induziert die automatische Lösung für die Subset-Sum-Instanz. Sie nehmen einfach die xj, die 1 sind bei dieser Belegung hier und stecken die entsprechenden j in m'. Also das ist eigentlich trivial, das Ganze. So, also Integer Programming ist mindestens so schwer wie Subset Sum, also NP schwer. Zugehörigkeit in NP ist, wie gesagt, nicht so leicht zu beweisen. Wenn Sie den Beweis sehen wollen, dann können wir zum Beispiel mal nachgucken in dem Paper, wo das erste Mal ein, sag mal, einfacher Beweis für Integer Programming ist in NP geführt wurde. Sie werden sich fragen, naja, warum ist das nicht so offensichtlich in NP, dieses Problem? Um für einen Lösungsvorschlag, also Werte x1 bis xn, zu überprüfen, ob Sie diese Bedingungen hier erfüllen, müssen Sie auch nicht viel machen. Ne? Sie müssen das hier ausrechnen und das hier ausrechnen. Problem ist, diese Werte der xj, die können exponentiell, die könnten theoretisch exponentiell abhängen von den anderen Zahlenwerten. Also nicht mehr polynomial davon abhängen. Ja? Kann sein, dass Sie für eine ganz kleine Instanz, wo nur kleine Zahlen hier für die aij und bi und cj vorkommen, gigantisch große x brauchen, um eine Lösung zu bekommen. Ja? Es könnte erstmal sein, dass diese xj nicht polynomial von der Eingabegröße abhängen und damit, oder deren Länge, ja, Zahlenwerte gehen ja logarithmisch ein,
und damit die Überprüfung, ob konkrete XJ das hier erfüllen, nicht unbedingt polynomial ist. Aber das brauchen sie. In Wirklichkeit ist es so, dass man zeigen kann, ja, die Werte für so eine Lösung, die können nicht weit entfernt sein. Also die hängen nur polynomial. Aber das ist eben im ersten Moment der Punkt, wo Sie aufpassen müssen. Ich sage Ihnen auch das deshalb, weil Sie eben bei solchen Beweisen, Problem ist in NP nicht immer so leicht durchkommen, sage ich mal, mit der Argumentation, wie das bisher schien. Bisher hatten wir ja immer so ganz leichte Beweise, dass ein Problem in NP ist. Das muss nicht unbedingt. So, was noch? Ich habe ja gesagt, dieses Integer-Programming-Problem, das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem. In dem NP-Schwere-Beweis, den wir gerade eben geführt haben, da war es sogar so, dass die Werte der AIJ, BI und XJ, die bei der Konstruktion der Instanz aus Subset Sum, aus einem beliebigen Beispiel für Subset Sum, entstanden sind, alle sogar 0-1-Werte sind. Das ist dann nochmal ein Spezialfall von Integer Programming, wo all diese Werte ganzzahlig sein müssen. Und man nennt ein solches Programm dann sogar dann Zero-One Programming. Und selbst dieses Problem ist NP vollständig, kann ich jetzt ruhig sagen. Denn man weiß, dass Integer Programming und damit auch Zero-One Programming in NP ist. Aber interessant ist, dass wenn Sie diese Ganzzahligkeit weglassen, Forderung AIJ, BI, CJ oder Vorgabe, die sind ganzzahlig und insbesondere die XI, die Lösungswerte sollen ganzzahlig sein, wenn Sie das weglassen, können Sie natürlich auch diese Art von Problemstellung betrachten, das ist ganz normale lineare Programmierung. Dann gibt es polynomiale Lösungsalgorithmen. Dass dem so ist, ist zwar alles andere als offensichtlich gewesen, das ist erst in den 80er Jahren bewiesen worden, aber wenn Sie ein Optimierungsproblem, also als ein lineares Programm formulieren können und die Forderung an die Belegung der Variablen XI ist, dass es nur irgendwelche rationalen Zahlen sein müssen, dann ist das Problem polynomial lösbar. Man hat aber meistens die Forderung oder sehr oft die Forderung, dass das ganzzahlige Werte sein müssen und dann sind wir bei einem NP-schweren Problem oder NP-vollständigen. Es hilft aber für weiterführende Dinge enorm, dass wir diese polynomiale Lösbarkeit von linearen Programmen haben, wo die Zahlenwerte nicht notwendig ganzzahlig sind. Denn manchmal kann man mit der Lösung eines, ich sag mal, Integer-Linear-Programming-Instanz, bei der man einfach relaxiert und sagt, die Forderung, die XI sollen ganzzahlig sein, vergesse ich mal einen Moment. Man kann mit der Lösung durchaus was anfangen. Also Sie hätten jetzt so ein Programm, da müssen eigentlich die XI ganzzahlig sein, Sie lösen es jetzt einfach, da kommen irgendwelche XI-Werte raus, die nicht ganzzahlig sind. Die haben möglicherweise auch im Zusammenhang, im Kontext mit dem dahinterliegenden Problem keine so richtige Bedeutung. Aber Sie könnten ja dann etwa eine gerundete Lösung betrachten, wo sie einfach alle diese Werte, XI-Werte auf den nächsten ganzzahligen Wert darüber oder darunter, je nachdem, um was für eine Art von Problemstellung es sich handelt, runden, dann hätten sie möglicherweise wieder eine brauchbare Lösung für ihr Problem. Und tatsächlich können solche Techniken dazu führen, dass sie für ein NP-schweres Problem immerhin in Polynomialzeit eine Lösung konstruieren können, deren Qualität, deren Wert nicht zu weit von der Optimallösung entfernt ist und das in mathematisch garantierter Weise, also wo Sie wirklich eine Garantie angeben können, wie viel schlechter die Lösung, die Sie bekommen,
nur werden kann als die Optimallösung. Auf solche Algorithmen werden wir gleich eingehen, aber jetzt erstmal noch einen Aspekt, den ich auch schon angekündigt hatte. Pseudopolynomiale Algorithmen. Also der Kontext, in dem wir uns jetzt hier bewegen, ist also, wir kennen diese NP-vollständigen Probleme, wir kennen NP-schwere Probleme, also so eine Problemklasse von Problemen, die wir eigentlich lösen wollen, wo aber nicht zu erwarten ist, dass wir einen polynomialen Lösungsalgorithmus finden. Eine Möglichkeit ist, dass Sie einen Lösungsalgorithmus finden, der zumindest so aussieht, als sei er polynomial und nur beim zweiten Hingucken nicht wirklich polynomial in der Eingabegröße ist. Ich habe Ihnen angekündigt, dass für Knappsack sowas existiert. Das werden wir uns jetzt angucken. Also pseudopolynomiale Algorithmen. Ich kann es jetzt mal so rumdrehen. Wenn Sie die vorkommenden Zahlen in einer Problemstellung nicht wie gefordert bei unserem Kostenmodell binär kodieren, sondern unär, dann gehen die in die Eingabelänge, diese Zahlen, nicht mehr logarithmisch ein, wie bisher gefordert, sondern linear. Die Eingabelänge wird plötzlich größer. Womit die Forderung, dass ein Algorithmus polynomial in der Eingabelänge ist, ja schwächer wird. Es gibt NP-vollständige Probleme, bei denen für solch eine Kodierung der Eingabe polynomiale Algorithmen existieren. Und so einen Algorithmus nennt man dann pseudopolynomial. Also ein Algorithmus, der polynomial ist in der Eingabelänge, wenn man voraussetzt, die Zahlenwerte, die in der Eingabe vorkommen, werden unär kodiert. Das ist also andersrum. Der Algorithmus ist polynomial in der Größe der Instanz und in den Werten, die in der Instanz vorkommen, also dem maximalen Zahlenwert, der vorkommt. Gefordert wäre aber eigentlich polynomial im Logarithmus des maximal vorkommenden. Da ist sozusagen die Klippe. Ja? So. Also sei Pi ein Optimierungsproblem, ein Algorithmus, der das Problem Pi löst, heißt pseudopolynomial, weil seine Laufzeit durch ein Polynom der beiden Variablen Eingabegröße und Größe der größten in der Eingabe vorkommenden Zahl beschränkt ist. So, und bei Knappsack werden wir jetzt so einen pseudopolynomialen Algorithmus uns überlegen und das ist eigentlich gar nicht schwer. Also nochmal zum Knappsack-Problem. Das ist ja das Problem, das der Weihnachtsmann zu lösen hat. Er hat zur Auswahl eine endliche Menge von Geschenken. Die Geschenke haben alle ein bestimmtes Gewicht. Die Geschenke haben alle einen bestimmten Wert. Der Weihnachtsmann kann nur ein Maximalgewicht groß W tragen. Und er will aber möglichst viel an Wert mitnehmen zum Austeilen. Entsprechend hat er sozusagen so einen Mindestwert C vorgegeben. Und die Frage ist, existiert eine Teilmenge M' von M, sodass die Gewichte der Elemente in M' aufsummiert höchstens groß W wiegt, aber die Werte der Elemente in M' aufsummiert mindestens so groß wie das vorgegebene C ist. Also er will Elemente einpacken, deren Gesamtgewicht kleiner gleich dem Maximalgewicht ist, was er tragen kann, deren Gesamtwert aber mindestens einen vorgegebenen Wert C übertrifft. So, und ein solches Problembeispiel, also ein beliebiges Beispiel, M, W, C, groß W, groß C für Knappsack, kann in der Laufzeit O von Kardinalität von M mal groß W entschieden werden. Ja, wenn das so ist, dann haben wir hier einen pseudopolynomialen Algorithmus. Das groß W geht als Zahlenwert in die Laufzeit ein. Für einen wirklich polynomialen Algorithmus, einen richtig polynomialen, wäre nur erlaubt, dass es logarithmisch eingeht. So, wie sieht der Algorithmus aus? Unsere Elemente nummerieren wir wieder durch, 1 bis n heißen die. Und jetzt machen wir Folgendes. Für jedes W, also für jeden ganzzahligen Wert zwischen 0 und dem Maximalgewicht, und für jedes
I aus M definieren wir ein C und ein I, oben W. Das soll sein, das, was man maximal an Wert erzielen kann durch Elemente aus der Teilmenge 1 bis I, wenn man die Forderung hat, die zusammen die Elemente dürfen höchstens klein w viel wiegen. Also C und ein I oben klein w ist das Maximum über alle M' Teilmenge von 1 bis I. Dieses I geht hier ein. Summe J aus M' C von J unter der Nebenbedingung Summe J aus M' W von J ist kleiner gleich W. Also die Nebenbedingung ist, die Elemente, die ich hier aus 1 bis I rauswähle, dürfen zusammen höchstens klein w wiegen. Unter allen Möglichkeiten, das zu erzielen, nehme ich diejenige, wo ich maximalen Wert bekomme mit den Elementen. Diesen maximalen Wert, den nenne ich C und ein I oben klein w. So ein C und ein I oben klein w kann ich definieren für jedes I zwischen 1 und n, ja, also im Prinzip für jeden Abschnitt 1 bis i, Teilmenge von m, und für jeden ganzzahligen Wert klein w, der zwischen 0 und groß w. An dieser Formel ist das Schöne, dass ich so ein cj für j größer i berechnen kann aus den cj' kleiner j. Ja, also insbesondere kann ich ci plus 1 oben w aus den ci oben w' für w' kleiner gleich w berechnen. Nämlich c unten i plus 1 w ist ja was? Das ist der maximale Wert, den ich erzielen kann mit Elementen aus 1 bis i plus 1 unter der Nebenbedingung, dass deren Gesamtgewicht kleiner gleich w ist, klein w. Jetzt weiß ich, welchen maximalen Wert ich erzielen kann mit Elementen aus 1 bis i unter der Nebenbedingung, dass deren Gesamtgewicht kleiner gleich w ist. Ich muss jetzt also nur noch dieses Element i plus 1 ins Rennen bringen. Ja, was gibt es da an Möglichkeiten? Entweder das i plus 1 bringt mir keinen Wertgewinn, dann ist c und ein i plus 1 w dasselbe wie c und ein i w. Oder es bringt mir einen Wertgewinn. Na ja, gut, dann muss ich natürlich dessen Gewicht noch einrechnen in das w. Das heißt also, dass ci plus 1 oben w, das ist doch nichts anderes als das Maximum aus ci oben w, wenn das Element i plus 1 gar nichts bringt, ja, und Gewicht von dem Element i plus 1 plus, nicht Gewicht, Wert des Elements i plus 1 plus c unten i oben klein w minus Gewichts von i plus 1. Ja. So, das ist praktisch nur die Alternative, die ich habe. Entweder das i plus 1 bringt mir nichts, oder wenn es mir was bringt, dann muss ich mal gucken, was bringt es mir an Wert. Aber dafür darf ich dann natürlich nur noch für den Rest das Gewicht w minus w von i plus 1 ansetzen. Aber wenn ich für alle kleineren Zahlenwerte w' so ein ci oben w' kenne, dann kenne ich ja das hier hinten auch. Das ist also so ein dynamischer Programmierungsansatz, den ich hier anwenden kann. Ja. Wenn ich das für alle, also diese Berechnung von i oben w für alle i aus m und w, klein w, kleiner gleich w machen kann, dann kann ich das insbesondere auch für c und ein n oben gleich w machen. So, und die Instanz ist also dann genau dann lösbar oder eine Ja-Instanz, wenn dieses C und ein N oben groß W größer gleich meinem vorgegebenen Wert C ist.
So sieht der Algorithmus aus. Berechne C und ein N oben groß W wie folgt. Für klein w zwischen 1 bis groß W setze ich erstmal C0 oben klein w gleich 0 und dann mache ich folgendes für i gleich 1 bis n. Für klein w gleich 1 bis groß w setze C und ein klein w, i oben klein w, C und ein i oben klein w gleich dem Maximum aus C und ein i minus 1 oben klein w und C von i plus C und ein i minus 1 oben klein w minus w von i. Aufwand, naja gut, hier diese Doppelschleife, die äußere läuft von 1 bis n, die innere von 1 bis groß w. Damit habe ich hier diese Laufzeit O von Kardinalität m mal groß w. Mit dynamischer Programmierung kann man ganz einfach in O von groß Kardinalität m mal groß w Knappsack lösen, das heißt also Knappsack pseudopolynomial. So, jetzt könnte man natürlich fragen, geht das jetzt für alle NP-vollständigen Probleme, wo irgendwelche Zahlenwerte vorkommen? Das ist Knappsack eine Ausnahme. Na gut, für manche Probleme geht das wie für Knappsack. Man hat pseudopolynomiale Algorithmen, obwohl die Probleme NP-vollständig sind. Aber für andere NP-Vollständige hat man das nicht nachweislich. Man kann beweisen, wenn P ungleich NP ist, kann es das nicht geben. Dazu gehört zum Beispiel TSP. Also dafür folgende Betrachtung, betrachte ein Problem Pi und für eine Instanz i von Pi bezeichne kardinell, also i in zwei Strichen, die Länge der Instanz, ja, also die Größe der Instanz und max i die größte vorkommende Zahl. Und für ein Problem Pi und ein Polynom P sei Pi und ein P das Teilproblem von Pi, in dem nur die Eingaben i mit größte vorkommende Zahl in der Instanz i ist kleiner gleich P von Länge von i vorkommen. Also Länge von i, ganz normale Eingabelänge von i und wir betrachten jetzt die Instanzen, für die die maximal vorkommende Zahl in der Instanz kleiner gleich Polynom in der Eingabelänge von i ist. Und so ein Entscheidungsproblem heißt stark NP-vollständig, wenn dieses Pi und ein P, also wenn es ein Polynom gibt, sodass das Pi und ein P NP-vollständig ist. Bei TSP kann man das nachweisen und man kann eben beweisen, ist Pi ein stark NP-vollständiges Problem und NP ungleich P, dann gibt es keinen pseudopolynomialen Algorithmus für Pi. Das ist nicht schwer. Okay, das war jetzt also schon mal ein Aspekt. Probleme innerhalb von NP, die NP-vollständig sind oder auch NP-schwere Probleme und kann man bei denen noch darin unterscheiden, ob sie, wie schwer sie sind bezüglich bestimmter Aspekte. Und das war jetzt der Aspekt pseudopolynomiale Lösbarkeit. Ein anderer Aspekt, den ich eben schon angesprochen habe, ist Lösbarkeit in Polynomialzeit mit einem Algorithmus, der zwar keine Optimallösung liefert, aber eine Lösung, deren Qualität garantiert nicht wesentlich schlechter ist als die Qualität der Optimallösung. Also, kann ich für so ein Problem wie TSP oder Knappsack oder Graphenfärben einen polynomialen Algorithmus angeben, der mir eine Lösung gibt, die zwar nicht optimal ist, für die ich aber beweisen kann, dass sie nicht deutlich von dem Wert der Optimallösung abweicht. Also wenn es jetzt etwa um die Anzahl der Farben geht, die ich brauche, um einen Graph zu färben, kann ich einen polynomialen Algorithmus angeben, der den Graphen färbt, zulässig färbt, wo die Anzahl der Farben, die gebraucht wird, nicht deutlich mehr ist als die Anzahl der Farben,
im Optimalfall ausreichen. Meinetwegen nicht mehr als doppelt so viele Farben oder nur zwei Farben mehr. Ja, irgendwie sowas. Solche Algorithmen nennt man Approximationsalgorithmen. Und die Frage ist, wie misst man denn jetzt die Qualität der Lösung? Jetzt bei dem Färben habe ich gesagt, ja, Beispiel wäre etwa die Lösung, die der Approximationsalgorithmus liefert, ist eine Anzahl von Farben, die höchstens doppelt so groß ist wie die Anzahl der Farben, die ich im Optimalfall brauche. Oder andere Möglichkeiten, eine Anzahl von Farben, das werden nur drei mehr verwendet werden als im Optimalfall. Diese zweite Sorte von Garantie nennt man absolute Gütegarantie. Damit fangen wir also jetzt mal an. Das ist eigentlich so eine der ehrgeizigsten Sachen, dass man fordert, die Lösung weicht im Absolutwert nur um ein Konstantes ab vom Optimalwert. Also ich habe gegeben ein Optimierungsproblem Pi und so ein absoluter Approximationsalgorithmus ist ein polynomialer Algorithmus A, der für jede Instanz zu Pi eine Lösung liefert mit Wert A von I, sodass die Differenz von Opt I und A von I kleiner gleich einer Konstanten K ist. So einen Algorithmus A, den nennt man Approximationsalgorithmus mit Differenzgarantie oder absoluter Approximationsalgorithmus. Wir nehmen hier bei dieser Differenz opt i minus a von i den Betrag. Wenn jetzt das Optimierungsproblem Pi ein Maximierungsproblem ist, ja, der Wert der Lösung soll möglichst groß sein, dann dürfte das a von i kleiner als opt i sein, das heißt also, das Ganze ist eine positive Zahl. Wenn es umgekehrt ist, das ist ein Minimierungsproblem, dann dürfte das a von i größer dem opt i sein, dann ist das eine negative Zahl und das wollen wir nicht. Ja, weil, und deshalb schauen wir hier sozusagen den Betrag an. Die schlechte Nachricht ist, es gibt nur ganz wenige NP-schwere Optimierungsprobleme, für die es überhaupt einen solchen absoluten Approximationsalgorithmus gibt. Es gibt nur ganz wenige, aber es gibt eine ganze Reihe von Resultaten, die sagen, wenn P unter NP ist, dann kann es für folgendes NP-schwere Optimierungsproblem keinen solchen Algorithmus geben. Es gibt sogar ein allgemeines Resultat, dass für eine bestimmte Sorte von Optimierungsproblemen sowas nicht existieren kann unter der Voraussetzung P ungleich NP. Schauen wir uns das mal bei Knappsack an, was da los ist. Wir gucken jetzt eine allgemeinere Form von Knappsack an. Einziger Unterschied zu dem Knappsack-Problem, wie wir es bisher betrachtet haben, ist, von jedem Gegenstand, jedem Element aus M, kann der Weihnachtsmann beliebig viele mitnehmen. Ja? Also der ist im Warenhaus und die möglichen Geschenke, die sind natürlich jeweils mehrfach da. Dann ist also die Aufgabe, gib solche Anzahlen x1 bis xn an, sodass die Summe i gleich 0 bis n, xi, wi, kleiner gleich groß w und die Summe i gleich 1 bis n, das hier muss auch eine 1 sein. Summe i gleich 1 bis n, xi, wi, kleiner gleich groß w und Summe i gleich 1 bis n, xi, ci, maximal. Also hier einziger Unterschied gegenüber der Beschreibung des bisher betrachteten Knappsack-Problems ist, wir haben hier solche Anzahlen xi, die können 0 sein, was heißt, das entsprechende Element wird überhaupt nicht eingepackt, aber die können auch größer 1 sein, also 5 etwa. Das heißt, von dem entsprechenden Element werden 5 Exemplare eingepackt. Also deshalb allgemeines Knappsack-Problem, weil sie ein bisschen mehr an Möglichkeiten haben. Das Problem ist auch NP-schwer.
das entsprechende Suchproblem, so wie es hier formuliert ist. Das ist nicht exakt das Optimierungsproblem zu der Variante des Knappsack-Entscheidungsproblems, das wir aus der Vorlesung steht da, also für das wir gezeigt haben, es ist NP vollständig. So, und was man jetzt zeigen kann, ist, wenn P ungleich NP, dann gibt es keinen absoluten Approximationsalgorithmus A für dieses allgemeine Knappsack-Problem. Also dann gibt es keinen polynomialen Algorithmus A, der zu einer Instanz des allgemeinen Knappsack-Problems eine Lösung liefert, für die wir garantieren können die Differenz, der Betrag der Differenz zwischen der Optimallösung und dieser Lösung ist kleiner gleich einer vorgegebenen Konstante k für alle Instanzen. Das ist jetzt so ein Resultat der negativen Art. Ja? Wie zeigt man das? Das zeigt man, indem man argumentiert, wenn es so einen Algorithmus gäbe, so einen absoluten Approximationsalgorithmus mit polynomialer Laufzeit, dann könnte ich Knappsack sogar in Polynomialzeit optimal lösen. Also ich reduziere praktisch das Lösen von Knappsack mit einem Approximationsalgorithmus mit absoluter Gütegarantie auf optimales Lösen von Knappsack. Und das wäre ja ein Widerspruch zu der Annahme P ungleich NP, weil ja Knappsack NP vollständig. Gut. Wie geht der Widerspruchsbeweis? Ja, wir schauen uns mal so einen absoluten Approximationsalgorithmus an für das allgemeine Knappsack-Problem, der also insbesondere erfüllt, Wert dieses Algorithmus im Vergleich zum Optimalwert ist Differenz kleiner gleich k für alle Instanzen. So, und jetzt bauen wir daraus oder aus einer beliebigen Instanz für dieses Problem eine andere Instanz für Knappsack, die wir mit diesem Algorithmus A dann sogar optimal lösen können. Dann hätten wir unseren Widerspruch. Also sei unsere beliebige Instanz von Knappsack, Menge M, Gewichte WI, Werte CI und Maximalgewicht W. Und jetzt betrachten wir folgende Instanz I'. Die Menge von Elementen ist dieselbe. Die Gewichte der Elemente bleiben gleich. Das Maximalgewicht bleibt gleich. Nur die Werte der Elemente sind anders. Und zwar ist das CI' gleich dem CI mal K plus 1. K ist diese Konstante aus der Gütegarantie für unseren Approximationsalgorithmus A. Also, diese Instanz sieht genauso aus. Die Instanz I', die sieht fast genauso aus wie die Instanz I, nur sind die Werte der Elemente nicht CI, sondern CI mal K plus 1. Damit ist Wert einer Optimallösung von I' gerade Wert einer Optimallösung von I mal K plus 1. Die Instanzen sind so eng miteinander verwandt, dass eine Optimallösung für die eine Instanz einem automatisch eine Optimallösung für die andere gibt. Ja. Einzige ist, dass der Wert sich um Faktor k plus 1 unterscheidet. So. Unser Approximationsalgorithmus für i, da diese Garantie opt i minus a i kleiner gleich k liefert jetzt was für i'? Zu i' liefert der eine Lösung x1 bis xn mit Wert i gleich 1 bis n, xi, ci Strich. Und für diesen Wert gilt, opt i Strich minus a i Strich ist kleiner gleich k. Ja? Denn ich kann das a ja auf i Strich genauso anwenden wie auf i. Diese Lösung induziert eine Lösung natürlich auch für unsere Ausgangsinstanz i, nämlich dieselben Elemente. Ja?
Und der Wert dieser Lösung ist einfach, ja, das hier ist, glaube ich, ein L, L von i gleich Summe i gleich 1 bis n, xi, ci. Ja? So, das ci und das ci', die unterscheiden sich aber nur um Faktor k plus 1. Das heißt also, ich kann diese Garantie hier auch ausdrücken mit Hilfe von dem li. Diese Garantie, opt von i' minus a von i' kleiner gleich k, ist ja genau dasselbe wie k plus 1 mal opt i minus k plus 1 mal l von i kleiner gleich k. Dividiere ich hier durch k plus 1, dann habe ich also opt i minus l von i, der Lösung, den a i induziert, ist kleiner gleich a durch k plus 1. Und das ist echt kleiner 1. Und damit, dass hier nur ganzzahlige Werte vorkommen können, wenn ja als ganzzahlige Werte, die wir ja hier in der Instanz haben, muss also opt i minus l von i 0 sein. Ja, echt kleiner 1, es muss 0 sein. Also opt i gleich l von i. Das heißt also, ich habe das a verwenden können, um für eine beliebige Instanz i sogar eine optimale Lösung anzugeben. Indem ich einfach die Instanz i umforme in die Instanz i', a auf i' anwende, die Lösung von i' induziere, dann nehme als Lösung von i. Das ist aber ein Widerspruch zu p ungleich n. Das heißt also, für Knappsack kann ich keinen so einen Algorithmus mit absoluter Gütegarantie an. Und wie gesagt, für viele andere Optimierungsprobleme auch nicht, es sei denn P gleich NP. Dann stellt sich die Frage, wenn ich schon so selten einen absoluten Approximationsalgorithmus finden kann, ist ja vielleicht meine Forderung, absolute Gütegarantie, zu stark. Sollte ich dann vielleicht was anderes fordern? Kann ich machen. Und zwar könnte fordern eine Approximation mit relativer Gütegarantie. Was heißt das? Das heißt, ich schaue mir den Quotient zwischen optimaler Lösung, also Wert einer optimalen Lösung und Wert, den mein Approximationsalgorithmus liefert, an und will eine Garantie für diesen Quotienten. Also genauer, sei Pi ein Optimierungsproblem, ein polynomialer Algorithmus A, der für jede Instanz des Optimierungsproblems einen Wert A von I liefert mit A von I kleiner gleich K, bei K größer gleich 1 eine Konstante ist und dieses RA gerade der Quotient aus A von I und Opt von I, als Approximationsalgorithmus mit relativer Gütegarantie. Gucken wir uns den Quotienten nochmal an. Der Quotient, der wird gerade so gebildet, dass ein Wert kleiner größer gleich 1 rauskommt. Das heißt, wenn Pi Minimierungsproblem ist, dann wird A von I durch Opt von I genommen. Wenn das Problem ein Minimierungsproblem ist, dann können Sie erwarten, dass Opt von I kleiner gleich A von I ist. Das heißt also A von I durch Opt von I größer gleich 1. Und wenn das Pi ein Maximierungsproblem ist, dann nehmen Sie halt umgekehrt Opt von I durch A von I. Das heißt also, der Quotient RA von I ist, je nachdem, ob das Problem ein Maximierungs- oder ein Minimierungsproblem ist, so definiert, dass da auf jeden Fall was rauskommt, größer gleich 1. Man sagt dann auch, dass A heißt Epsilon approximativ, wenn dieses RA von I für alle I, Probleminstanzen zu Pi, kleiner gleich 1 plus Epsilon ist. Man guckt also nach, wie nah ist man denn an 1 dran. 1 wäre es, wenn A von I gleich Opt von I ist. Guckt jetzt, das ist nicht zu erwarten, dass so ein polynomialer Algorithmus für ein NP-schweres Optimierungsproblem tatsächlich einen Wert liefert für jede Instanz, die gleich dem Optimalwert ist. Ja? Das heißt also, es ist nur, wenn es gut läuft, irgendwie nah dran und man schaut, wie nah ist man dran. Und dieses Epsilon würde einem sagen, wie nah man dran ist. So, jetzt die Frage, gibt es solche Algorithmen etwa für Knappsack? Antwort ist ja.
das mache ich jetzt ein bisschen schneller, wir haben noch 4 Minuten, in den 4 Minuten kann ich die Idee kurz rüberbringen. Ich denke, eine naheliegende Vorgehensweise für den Weihnachtsmann wäre, dass er schaut, bei welchen Geschenken kriege ich denn die beste Relation zwischen Wert pro Gewicht. Also im Moment sind als Weihnachtsgeschenke 2014 wohl diese Fitnessbänder besonders en vogue. Ja. Die wiegen nicht viel, weiß nicht genau, wie viel die kosten. Also er packt erstmal von der Sorte so viel wie möglich ein, zumindest wenn er in Saturn oder Mediamarkt ist und nicht gerade beim Juwelier, da kriegt er nämlich sicher eine bessere, sozusagen ein besseres Verhältnis zwischen Wert und Gewicht. Er packt so viel wie möglich ein und wenn er dann so viel hat, dass kein einziges Band gewichtsmäßig mehr dazu passt, dann guckt er, was kann ich denn noch an Gegenständen, die eine nicht so günstige Relation zwischen Wert und Gewicht haben, dazu packen. Das ist so eine Greedy-Vorgehensweise. Die Greedy-Vorgehensweise, die würden wir folgendermaßen implementieren. Man definiert diese Gewichtsdichten, Quotient aus Wert des Gegenstands und Gewicht, ja, also PI ist CI durch WI, und sortiert dann die Elemente entsprechend diesem Quotient. Ja. Also sortieren nach Gewichtsdichten, zuerst das günstigste, dann das zweitgünstigste und so weiter und indiziere entsprechend um. Ja, also das erste Element ist jetzt das mit der besten Gewichtsdichte, das zweite mit der zweitbesten und so weiter. Das geht in n log n. Ja? So, und dann machen wir nichts anderes als folgendes. Für i gleich 1 bis n setze xi, die Anzahl, wie viele Elemente man von der Sorte i mitnimmt, gleich untere Gauss-Klammer groß W durch Wi. Und dann groß W gleich W minus W durch Wi mal WI. Das ist also dann, und wie viel Gewicht habe ich noch frei, wenn ich also diese XI vielen Exemplare von I mitgenommen habe. Und das ist klar. Er guckt erstmal, wie viel von der ersten Sorte kriege ich rein, wenn kein weiteres mehr dazu. Die Anzahl kriegt er, indem er groß W durch WI untere Gauss-Klammer nimmt. Ja. Wenn keins mehr dazu packt, dann guckt er, und wie viel sozusagen Gewicht habe ich noch frei und schaut dann bei dem zweiten Sorte-Element, ob er da noch was dazu packen kann. Ja? Das ist sozusagen die Vorgehensweise. So, und für diese Vorgehensweise kann man beweisen, dass sie eine Gütegarantie, eine relative Gütegarantie von 2 erfüllt. Das heißt, der Wert der Gegenstände, die auf die Art im Geschenkesatz, sagt das Weihnachtsmann, landen, ist mindestens halb so viel wie der Optimalwert, den er mitnehmen könnte. Also mindestens halb so viel. Ja, umgekehrt, im Optimalfall kann es höchstens doppelt so viel Wert, kann höchstens ein doppelt so großer Wert erzielt werden mit solchen Gegenständen, wenn man die Gewichtsbedingung erfüllt. Ja, und den Beweis, den führen wir das nächste Mal. Der ist nicht schwer, aber den können wir am Donnerstag machen. Und vielleicht das noch als Ankündigung. Die nächste Frage, die man dann natürlich stellen kann, ist, geht es denn vielleicht auch besser? Besser inwiefern? Kann der Greedy-Algorithmus vielleicht auch Besseres erzielen als das, was ich hier beweisen kann? Oder gibt es einen anderen Algorithmus, der vielleicht auch Besseres erzielt? Was man beweisen kann, ist, dass der Greedy-Algorithmus auch nichts Besseres erzielt. Ja? Also wenn ich diese Gütegarantie von 2 bewiesen habe, kann ich außerdem eine Instanz angeben, bei der klar ist, ich komme auch beliebig nah an diesen sozusagen schlechtesten Fall heran, dass der Optimalwert der Lösung doppelt so groß ist, wie der Wert der Lösung, den mein Approximationsalgorithmus, also Greedy. Ansonsten, ob es insgesamt auch besser geht mit einer anderen Vorgehensweise, das ist dann nochmal eine andere Frage. So, das wäre es für heute.